Ich bleib mal in der Ecke jetzt, dann sehen die uns nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir in die Basis reinkommen. Da haben wir genug zu tun. Sneaky, sneaky. Da. So, es klingt ab so ein bisschen. Sehr schön. Frage ist, sollen wir jetzt von hinten reinschleichen? Ich probiere das mal. Vielleicht kommen wir ja von hinten irgendwie rein. Aber da sind ganz schön viele drin. Ich habe es gerade auf der Karte gesehen. Mist, wir brauchen das Guerilla-Werkzeug. Verdammt, wo kriegen wir... Verdammt, wo kriegen wir dieses dämliche Guerilla-Werkzeug her? Ich hatte das schon mal irgendwie gesehen gehabt. Bin mir aber jetzt gar nicht mehr so sicher. Das war doch auch bei Equipment, oder? Was will... Was? Ich muss mal eben was schauen. Mein Computer meint gerade, der müsste in den Ruhestand gleich gehen. Ich gebe den gleich Ruhestand. Ich glaube, das fällt unter Energiesparne, oder? Computer Ruhestand nie. Habe ich doch eingestellt. Nie. Und nie. So. Wenn möglich, Ruhestand für Festplatte aktivieren. Nein, lass mal einfach so. Was will er denn? Ich bin jetzt gerade in der Aufnahme. Was soll denn das? Also wenn es das Klingeln des Telefons nicht ist oder die Tür, dann ist es was anderes. Und mein Gott, die Sonne kommt schon wieder raus. Das ist gut, wenn man morgens aufnimmt und die Sonne genau auf den Monitor scheint, da sieht man ganz viel vom Spiel. Das reimt sich sogar. Ich habe keine Zeit. Ich muss mal eben... Ich werde nochmal hier nach oben gehen, um zu unserem Lager zu gehen. Weil ich will gucken, ob ich das Guerilla-Werkzeug irgendwo herbekomme. Hier oben scheint doch jemand zu sein. Was macht der denn hier oben? Oder wo ist der? Ach, da steht der. Warte mal. Na. So, jetzt nicht mehr. Ich dachte, die sterben mit Kopfschüssen. Aber ist nicht so. Das war mies. Die halten aber ganz schön viel aus. Gut, die haben Helme auf, ne, muss man dazu sagen. Helmet. So. Wie komme ich denn jetzt in die... Ist das hier? Ich glaube... Hier war es mit der Basis. Ah ja, genau. Jetzt will ich doch mal gucken, wo wir das Guerilla-Werkzeug herkriegen. Das kann doch nicht sein. Equipment. So. Haha, Brandbombe. Ja, ja, ja. Ich hatte das Guerilla-Werkzeug schon irgendwo gesehen gehabt, aber irgendwie... Aufsätze ist irgendwie eigentlich eher... Obwohl, wir könnten eigentlich mal hier so ein Zielfernrohr... Können wir das eigentlich benutzen für unsere Waffe? Ich kaufe das mal. Kleidung. Verbrauchsartikel. Gesundheitskit. Ah, hier. Ein einzelnes Guerilla-Werkzeug zum Hacken. Ist gesperrt. Warum? Warum ist es nicht verfügbar? Hackgerät. Ab wann kriegen wir das denn? Verdammt, ach, Hackgerät nennt sich das. Das nennt sich gar nicht Guerilla-Werkzeug. Also schon, steht da unten, aber oben heißt es Hackgerät. Deswegen habe ich das nie gesehen. Ich bin so blind. Wahrscheinlich habt ihr schon in den vorigen Folgen gesagt, doch, hast du doch schon längst dabei. Ja, aber wenn man selber spielt, so ist es immer... Ja... Das war jetzt bei Verbrauchsartikeln, ne? Aber wieso habe ich das denn noch nicht? Da muss ich bestimmt im Level aufsteigen. Hundertprozentig. Gott, nehmen wir noch alles ein bisschen mit hier, wenn wir schon einmal hier sind. So. Hallo, mein Freund. Wie komme ich denn in die Basis rein? Komme ich irgendwie hier rüber? Wie komme ich denn auf das Geländer hier? Wahrscheinlich von hier oben, ne? Komme ich? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, wahrscheinlich nicht. War klar. Uah, hallo, mein Freund. Du hast nichts gesehen. Ciao. Mit V.
Ich verstecke mich mal eben, die suchen mich schon wieder, warum auch immer. Ich habe den nur zum Schlafen gelegt. Ich glaube... Hallo? Hallo? Ich glaube, hier werden die uns nicht finden. Ja, ein bisschen in der Ecke bleiben. So ein bisschen die Abklingzeit warten. Ja, mein Gott. Was ein Kampf, ey. Es ist... Jetzt ist wieder voll die Action hier. Am Anfang des Gebietes mussten wir ja noch so ein bisschen schleichen und versuchen, ruhig zu bleiben. Aber jetzt ist schon wieder die Mega-Action. Aber Gebiete klären ist echt cool. So. Es macht echt eine Menge Spaß. Also wenn man Spaß hat mit dem Spiel natürlich. So wie ich jetzt. Man muss sich natürlich drauf einlassen. Wie kam ich denn... Ach ja, genau. Lalalala. Wie gesagt, es ist nichts für jedermann. Das ist natürlich klar. Das hatte ich ja in ein paar Folgen auch schon erzählt gehabt. Man muss sich natürlich bewusst sein, es ist ein Shooter. Es ist kein Shooter hier der Extraklasse. Das wow, hier ultra mega. Und hast du nicht gesehen? Tralala. Sondern ist schon ein Shooter. Ein solider Shooter, der Spaß... Huch. Der Spaß macht. Mist, da komme ich gar nicht rüber, ne? Ich dachte, man kann hier irgendwie rumlaufen. Wie kommen wir denn auf die Seite dahin? Warte mal eben. Kommt man da irgendwie hoch? Okay. Hier kommt man auch irgendwie auf dieses Geländer. Ich schau mal eben. Muss mal so ein bisschen gucken. Waren wir hier nicht schon gewesen? Verdammt, wie kommen wir denn da rein? Hm. Ist alles so ein bisschen verknüpft hier, alles miteinander. Die ganzen Dachgeländer. Oder Treppen und so. Weil so kommen wir da schon mal nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir ein Guerilla-Werkzeug kriegen. Ich weiß aber nicht wie. Weil sonst kommen wir in die Basen gar nicht mehr rein. Anders. Weil so wie es aussieht, verstärken die sich immer mehr. Manche Terminals und Türen können mit Guerilla-Werkzeugen gehackt oder manipuliert werden. Ja, schön. Aber wenn ich das nicht bekomme, bringt mir das nichts. Das heißt, wir kommen in die Basen gar nicht rein. Und hier sind wir wieder hinten. Okay. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Also da kommen wir schon mal auch nicht rein. Okay, dann müssen wir mal hier gucken. Kommen wir hier rein? Ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube... Guck mal, wir haben fast alle Radios. Ist ja faszinierend. Gehen wir nochmal die andere Basis uns angucken. Ob wir da reinkommen, weiß ich nicht. Kann ich nicht versprechen. Wenn nicht, müssen wir erstmal die Hauptmission weiterspielen. Ist ja nicht so schlimm. Das Spiel wird ja jetzt nicht sofort jetzt beendet. So. Alter, was ist denn hier los? Hallo Framerate, schön, dass du da bist. Ah, das ist, ist das nicht wieder die Polizeistation? Ah, nee. Der Drohnenturm. Wie schön, dass ich hier so viel sehe, weil die Leuchtreklame so hell ist. Mal eben gucken, ob man irgendwie reinschleichen kann. Oh, guck mal, hier können wir was sabotieren. Sehr schön. Und zack, da haben wir das auch. Hat er jetzt gerade wirklich gesagt, Mediterroristen? Das fände ich jetzt lustig. Aber ich glaube nicht. Ah, da war noch was. Warte mal. Okay, Schuhe haben wir gefunden. Oh nein, vorne ist schon wieder so eine Einheit. Das Radio scheint hier oben zu stehen. Es
schau gerade mal, ob wir irgendwie in die Basis oben drüber reinkommen. Ah, guck mal, hier ist ein Radio. Das ist gar nicht oben. Was ein Quatsch. So, gucken wir doch mal. Also ich sehe sonst keinen Eingang jetzt hier. Okay. Außer halt oben lang. Frage ist natürlich, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie oben lang zu kommen? Da zum Beispiel könnte man ins Gebäude reingehen. Wenn ich das richtig sehe. Die Frage ist, ob wir dann da hinkommen. Eieiei. Oh. Ja. Alter, wie krass. Alter, wie krass das ist. Alle ruhig bleiben und runter von der Straße. Ja. Ich habe schon gesehen, da fährt was. War das nicht hier das erste Gebiet, was wir... Hier waren wir doch als allererstes, kann das sein? So, ich versuche mal hier hochzuklettern. Ja, ich glaube, das war das... Ich glaube, das war das erste Gebiet, wo wir waren. Wie wir allererste Mal hier hingekommen sind. War das, glaube ich, das erste Gebiet, wo wir aufgeräumt hatten. So, ich frage mich jetzt gerade, wie kommen wir denn... Wenn ich jetzt da rüber springe, komme ich dann... Ich probiere... Warte mal. Schau mal eben. Komme ich hier hoch? Nein. Okay. Also... Ah, ja, cool. Alle Bürger, die Verbrechen ausüben, werden von dieser Einheit angegriffen. Diese Einheit ist autorisiert, Verbrecher mit tödlicher Gewalt zu bestrafen. Boah, Alter, was? Diese Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt anzuwenden. Alter, was? Boah, ist das mies. Alter, ist das mies. Alter, ist das mies. Komme ich jetzt hier auf das Geländer? Jawohl, geil. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall in die Basis rein. Also ich denke schon, solange wir jetzt hier... Boah, wie cool das ist, dass da unten so ein Roboter fährt. Das ist voll geil. Ich feiere das, ohne Scheiß. Ich mag sowas. Ich glaube, irgendwann wird sowas kommen. Ich glaube, in irgendwann ferner Zukunft werden wir sowas haben. Dass dann so ferngesteuerte... Ja... Roboter auf den Straßen rumfahren. So, jetzt probiere ich das Ganze mal so ein bisschen schleichend anzugehen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hoffe, das klappt. Was? Es wird spannend. Los geht's. Finde ich lustig, dass er es jetzt gerade jetzt sagt. Bleib geduckt. Warum? Naja, egal. So. Oh, wir müssen hacken. Warte mal. Oh Gott, wie war denn das nochmal? Yeah! Jawoll! Läuft! Und das ohne Alarm auszulösen. Alter, wie cool! Wie geil ist das denn? Boah, geil. Und nur einen einzigen ausgeschaltet. Das war eine großartige cool. Leistung, diesen Drohnenturm zu erobern. Ja. Das sollte ein schwerer Schlag für die automatisierten Einheiten der KVA sein. Auf jeden Fall. Jawohl. So, pass auf. Wo haben wir denn jetzt den Waffenschrank? Ist der unten? Der ist bestimmt unten, ne? Wie komme ich denn jetzt hier runter? Sally Alpha, Shanice meldet sich. Verstehe, Shanice. So, warte mal. Tralalalala. So. Verfolgung abbrechen und raus aus diesem Bezirk. Wir sind unterwegs. Ah, hier. So, wertsam verkaufen. Ausrüstung. Kann das Heckwerkzeug immer noch nicht kaufen. Okay. Achso, warte mal, wir können das mit dem Aufsatz mal probieren. Ich habe ja einen neuen Aufsatz gekauft, ich habe den noch gar nicht ausgerüstet. Warte mal, Zielfernrohr, ja.
Jawohl, läuft. Boah, geil. So. Sehr nice. Das zerstören wir erstmal. Die Fässer hier auch, wenn wir schon dabei sind. Und wir haben hier vorne noch was zu zerstören gehabt, habe ich gerade gesehen. Sind das auch Fässer? Na, hallo, lass mich doch. So, ich glaube, es ist weiter oben. Gucken wir mal. Was müssen wir... Ah, ne, hier so ein Turm. So ein Kopfhörerturm. So, den haben wir auch. Geil. Läuft bei uns jetzt gerade, muss ich sagen. Läuft echt bei uns. So, wir haben noch ein Radio. So, da, wie gesagt, die Basis kommen wir nicht rein irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht kommen wir von jetzt hier so rüber, aber ich kann... Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich hole jetzt erstmal das Radio. Erstmal das Radio holen. Ich steck mal die Waffen weg. Weil noch werden wir ja auch angegriffen auf den Straßen. Noch gehört das ganze Gebiet nicht uns. Na? So. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Motorradfahren nochmal wiederkommt. Oder ob das jetzt nur in dem einen Gebiet war. Was ich mir eigentlich schwer vorstellen kann, dass sie das nur in einem Gebiet machen. Das wäre ein bisschen schade eigentlich. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der große und enthusiastische, nee, wie sagt man nochmal? Der Mega-Motorradfahrer, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, also, aber es macht trotzdem Spaß. So, das haben wir. Das wurmt mich, dass wir hier nicht reinkommen, ins Hilfsdepot. Warte mal, wie kann ich den Wegpunkt entfernen? Also, okay. Mach mal nochmal hier einen Wegpunkt hin. Ich will das jetzt wissen. Man muss doch da irgendwie reinkommen. Ja. Es muss doch irgendwie möglich sein, da reinzukommen. Gibt es denn da wieder... Hier ist zum Beispiel auch so ein Treppengeländer. Na, sag mal. Alter. Das heißt, ich muss irgendwie auf das Geländer kommen. Zunächst, hier spricht Fairly Alpha. Zunächst, bitte kommen. Zunächst? Wir sind hier. Seid ihr okay? Zunächst? Das Problem ist, wir kommen da nicht rein. Okay, hier kommt. Doch, hier kommen wir weiter. Hier haben wir ja aufgemacht. So. Stimmt, hier hatten wir nur die... Ah, ich entsinne mich. Wir hatten hier nur die Bomben reingeworfen, weil wir sonst nicht reinkamen. Ah, wenn wir das aufhätten, dann würden wir da rüberkommen. Weil anders sehe ich jetzt keine Möglichkeit. Da steht ein Auto. Ein rotes Fahrzeug. Was ich mal ganz schleunigst umgehe. Lalalala. Ich bin nicht da. Tralalala. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht, wie wir hier reinkommen. Hat es eine Granate geschmissen? Hat sich zumindest so angehört gerade. Da steht immer noch ein Fahrzeug. Ich biege mal schnell in die Gasse ab. In die Gasse. Mach ich Kasse. In der Gasse. Finde ich's klasse. So. Nee, anders sehe ich auch jetzt keine Möglichkeit irgendwie. Kommen wir da rauf? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, schon ausprobiert, ne? Das wäre jetzt, das glaube ich, auch zu hoch. Also anders sehe ich jetzt keine Möglichkeit, da reinzukommen. Wir müssen mal schauen. Vielleicht spielen wir jetzt erstmal die Story weiter, weil wir haben ja schon eigentlich fast so gut wie alles geklebt bis auf ein Gebiet. Dass wir die Story jetzt weiterspielen. Und, das war da jetzt erstmal, weil wir haben ja schon Thon vor allen Dingen. Polizeirevier kommen wir auch nicht, oder? Vielleicht oben drüber? Liegt ja auf dem Weg. Komm, wir gucken nochmal. Vielleicht gibt es da auch einen Weg nach oben, den ich vielleicht übersehen habe. Dass wir da vielleicht eine Möglichkeit haben, reinzukommen. Guck mal, der Angus. Oh, alter Angus.
Boah, geil. Es gab damals, ich weiß nicht, ich muss die Geschichte mal erzählen. Und zwar gab es mal bei Burger King, Schleichwerbung, bei Burger King gab es mal einen Burger, der hieß der Angus. Aber der war nicht der Angus, der jetzt vor kurzem irgendwie mal bei Burger King war, sondern das war ein Burger, Alter, der war so riesig, den hast du gar nicht zwischen deine Kieben gekriegt. So groß war der. Und dann habe ich irgendwann mal, war ich bei Burger King gewesen, mit Family und so, und da habe ich mir erstmal 3 Stück von bestellt. Ja, 3 Stück. Und ich weiß nicht, Alter, das Ding war so groß, das war, Alter, wie so ein normaler Teller, so groß war der. Wie so ein Kuchenteller, musst du dir vorstellen, war das von der Größe her. Und davon habe ich 3 Stück verputzt, das war der Hammer. Ich war so satt. Und den gab es noch nie wieder. Das war, ich weiß gar nicht, das ist schon ewig her. Aber den gab es nie wieder. Finde ich ein bisschen schade. So, hier gibt es aber, glaube ich, keine Möglichkeit, irgendwie oben drüber reinzukommen.